Mam na imię Natalia i pochodzę z Polski, a konkretnie z Bydgoszczy. I mieszkam od 15 lat w Niemczech, a w Bad Kreuznach już od 8 lat. So, das war meine Muttersprache Polnisch und jetzt auf Deutsch. Mein Name ist Natalia. Ich komme aus Polen, aus Bydgoszcz. Und seit 15 Jahren wohne ich hier in Deutschland und in Bad Kreuznach schon seit 8 Jahren. Also ich habe kein neues Hobby gefunden, aber ich habe mich auf mein altes Hobby mehr konzentriert, und zwar ist das das Tanzen und eher gesagt Hip-Hop-Tanzen. Man hatte ja mehr Zeit und konnte somit auch mehr Tanzvideos sich angucken im Internet, etwas ausprobieren Neues und ja, natürlich habe ich dann auch mehr zu Hause dann trainiert. Also auf jeden Fall würde ich nach Polen fahren, in mein Heimatland. Denn dann würde ich gerne wieder meine Familie und meine Freunde wiedersehen und natürlich mit sehr vielen zusammen einfach was zum Beispiel essen oder einfach Zeit verbringen. Und ja, das war auf jeden Fall so mein Ziel. Also ja, ich hatte am 27. März letzten Jahres meinen 18. Geburtstag und das war am Anfang der Corona-Krise. Und ich habe mit meiner Familie gefeiert, aber natürlich nur ein Haushalt halt. Und ja, haben wir halt ein bisschen getanzt, Musik gehört und auch gegessen halt. War eigentlich ganz schön für die Umstände. Auf was ich mich am meisten nach der Corona-Krise freue, ist auf jeden Fall, dass ich meine Familie und meine Freunde wieder normal sehen darf und dass das normale Leben wieder zurückkehrt. Das heißt auch, dass wir in der Schule wieder normal gehen können und auch normal lernen können. Und auf jeden Fall das Reisen, dass man überall hinreisen kann. Und ja, aber auf jeden Fall, auf was ich mich auch noch sehr freue, ist, dass ich mit meiner Tanzgruppe dann wieder auf Meisterschaften fahren kann. Wenn du